Hallo und willkommen auf dem Tuning-Blog-Kanal. Heute mit einem kurzen Tutorial. Und zwar geht es da um die Abacus-Scheibenversiegelung, die ich euch heute mal zeigen möchte, wie die aufgetragen wird, wie die funktioniert. Und ja, ich habe die Scheibe mal ein bisschen abgetrennt, dass man quasi vorher nachher sieht. Auf der Scheibe ist gar nichts drauf, die ist einfach gesäubert. Kein Wachs oder sonst irgendwas. Und ja, ich zeige euch jetzt den Unterschied, wenn man das Produkt nach Anleitung aufträgt. Sorry schon mal jetzt, wenn hier irgendwelche Nebengeräusche sind. Ich habe diesmal keine Werkstatt zur Verfügung, wo ich das sonst immer zeige, sondern das Auto steht jetzt einfach quasi bei mir daheim an der Straße. Kann sein, dass da ab und zu ein paar Autos vorbeifahren, aber ich denke, ja, man sollte trotzdem alles hören. Ja, also was gibt es erstmal vorab zu sagen? Die Scheibe sollte auf jeden Fall sauber sein, das ist ganz klar. Einfach mit Wasser reinigen, dass da nichts drauf ist. Und da müssen die Scheibenwischer hochgeklappt sein, das ist jetzt hier auch passiert bei dem Fahrzeug. Und dann sollte man ein Tuch nehmen. Ich habe jetzt hier so eine kleine Küchenkreppe. Ja, also kein Mikrofasertuch oder so. Küchenkreppe ist eigentlich das Beste. Dann trägt man das auf. Und wichtig ist zu sagen, wenn das der erste Auftrag ist, also man sollte das in der Regel alle 6 bis 8 Wochen wiederholen, vielleicht auch ein bisschen früher, kommt immer aufs Einsatzgebiet an vom Fahrzeug. Beim Erstauftrag sollte man die Versiegelung 2-mal hintereinander auftragen. Ist ganz simpel, ich zeige euch das jetzt. Wie gesagt, wichtig, die Scheibenwischer hoch, damit die Flüssigkeit nicht an die Gummis rankommt. So, und sprüht es auf die Scheibe. Und verteilen. Den kompletten Bereich abdecken, dass man da jede Ecke erwischt. Da ist Alkohol drin, also das heißt, das reinigt auch die Scheibe gleich mit. Ja, ist ein guter Nebeneffekt. Und man sieht dann schon, wie das mit der Zeit verfliegt. Genau, also das ist jetzt quasi der erste Auftrag. Ich lasse es noch ein kleines bisschen verfliegen. Dieser Schmierfilm, der sich da gebildet hat, der ist quasi jetzt einmassiert. Und sobald das der Fall ist, kommt da noch das zweite Mal drauf. Und dann lassen wir das kurz ablüften, tun das mit Wasser noch mal kurz nachpolieren. Da reichen ein paar Tropfen dazu, deswegen das Wasserglas. Und das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Dann ist die Scheibe bereit für den Einsatz. Und ich zeige euch das mal mit dem Wasserschlauch und mit ein bisschen eingefärbtem Wasser, ja, wo man einfach den Unterschied sieht. Man kann das dann prinzipiell auch für alle Scheiben nehmen. Also auch für die Seitenscheiben, meiner Meinung nach auch für Außenspiegel. Das hat den großen Vorteil, dass besonders im Winter, sagen wir mal im Bereich bis -7 bis 8 Grad, die Scheiben eben nicht gefrieren. Und es hat auch den Vorteil, dass er eben nicht beschlagen, gerade außen hat man ja auch manchmal, also innen natürlich nicht, ist klar. Da gibt es aber andere Mittel dafür. Ja, das wären jetzt so die Vorteile und ich trage jetzt das zweite Mal auf und dann haben wir es auch schon. Auch von der Menge her, also das muss jetzt nicht unmöglich viel sein, sondern einfach so, dass es reicht, um die Scheibe komplett damit einzureiben. Da das bei dem Fahrzeug der Erstauftrag war, habe ich das eben jetzt auch hier zweimal gemacht. Ansonsten reicht das dann, wenn man das, sagen wir mal, im Zeitraum von alle 6 Wochen einfach immer wieder einmal erneut aufträgt. In so einer Flasche sind 250 Milliliter drin. Die kostet aktuell, soweit ich das gesehen habe, 18 Euro zuzüglich Versand. Ja, ist sehr ergiebig. Also ich bin der Meinung, da kommt man auf jeden Fall ein Jahr hin. Kommt natürlich immer ein bisschen aufs Einsatzgebiet an, aber also die Richtung sollte das schon sein. So.
So, man sieht auch, dass die Scheibe sauber war, also ist jetzt nicht wirklich viel. Es ist halt die aktuelle Zeit, was Pollenstaub und Co. betrifft, das lässt sich nicht vermeiden, aber ja, sie sollte eben vorher mit klarem Wasser gereinigt werden. Jetzt kann man das also entweder neues Küchengerät nehmen oder wie auch immer. Also hier sind jetzt etliche Lagen, hier ist nichts durchgedrückt. Von daher einfach ein paar Tropfen Wasser auf die Scheibe geben und das eben nochmal streifenfrei nachpolieren. So, ich nehme hier die Kamera mal mit. Na, also das ist, soweit man es jetzt erkennen kann, das ist jetzt eben streifenfrei, ganz normal gesäubert, poliert. Und jetzt können wir eigentlich den Effekt auch schon ausprobieren. Dazu mache ich jetzt die Scheibenwischer wieder runter, das Klebeband weg. So, jetzt kommt der erste Einsatz mit dem Wasserschlauch. So. Genau. Also sieht man eigentlich ziemlich gut, na, was der Effekt ist. Rechts behandelt, links unbehandelt. Natürlich ist der Effekt noch deutlich höher, wenn sich das Fahrzeug bewegt aufgrund vom Fahrtwind. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man sagen kann, ab 50, 60 km/h benötigt man keine Scheibenwischer mehr. Und auf der Autobahn, über Land funktioniert das tatsächlich. In der Ortschaft ist das so eine Sache, da dürfte das meistens das Fahrzeug nicht schnell genug sein. Aber sobald es über Land ist oder eben auf der Autobahn, ist das tatsächlich so. Die nervigen Scheibenwischer braucht man nicht. Ich habe es selber schon ausprobiert mit einem anderen Fahrzeug. Und um es euch nochmal zu verdeutlichen, ich nehme nochmal die Kamera ein Stückchen mit ran hier. Und um es nochmal zu verdeutlichen, zeige ich das jetzt auch nochmal mit eingefärbtem Wasser. Aber auch hier sieht man eigentlich schon sehr gut, dass das Mittelchen genau das macht, was Abacus verspricht. An der Stelle noch kurz der Hinweis, gibt natürlich seitens Abacus noch deutlich mehr Fahrzeugpflegemittel. Zwei, drei Stück stellen wir euch ganz kurz noch in dem Blogbeitrag am Ende mit vor. Einfach mal nach unten scrollen oder unterhalb von dem Video im Blogbeitrag könnt ihr das nachlesen. Und ja, ich hoffe, das Tutorial zur Anwendung hat euch ein bisschen geholfen und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen was erklärt zu dem Produkt, zur Scheibenversiegelung von Abacus. Und zum Schluss jetzt noch kurz mit dem eingefärbten Wasser nochmal der Unterschied, wie das abperlt. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst uns ein Like da und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.